Schönen guten Montag, wollte ich gerade schon sagen. Und vorhin hatte ich einen anderen Start des Videos im Kopf, und zwar another Monday, another gym, another vlog, another week, another you name it. Genau, und in dem Sinne nochmal schönen guten Montag. 15:30 Uhr, ich habe immerhin gerade die Sachen für das Buch heute ausgedruckt bekommen. Jetzt muss ich das Ganze nur noch zusammenbasteln, mal gucken, wie das wird. Bin jetzt schon mal auf dem Weg zur Uni, um mich da eben hinzusetzen und das Ganze fertig zu machen. Und dann bin ich eh schon ziemlich früh da, um die andere Sache auszudrücken für Editorial heute. Ja, dafür, dass ich heute gar nicht in die Schule kommen wollte, war es eigentlich ganz gut. Ich weiß gerade nicht, wann ich das letzte Mal gevloggt habe, aber gestern Morgen hat es wieder angefangen, dass ich so leicht, was heißt krank wurde, aber mir so leicht Sachen wehtaten. Und zwar tat mir gestern den ganzen Tag mein Kiefer so komisch weh, also vor allem hier an der Stelle. Ja, das wurde dann so ein bisschen besser. Gestern tagsüber sind neue Mitbewohnerinnen reingekommen bei mir in die WG. Dann heute wollte ich es eigentlich ziemlich gemütlich angehen lassen. Dann habe ich aber mein Zimmer umgestellt, weil ich es ursprünglich einfach nur putzen wollte. Und dann hatte ich so die Idee, yo, ich sollte jetzt mein Zimmer umstellen. Und danach habe ich Pasta from scratch gemacht, also einfach nur mit Wasser, Mehl und Pesto und let's go. Fotoproject jetzt fertig gemacht für heute. Morgen lasse ich es auch gemütlich angehen und dann geht's in Urlaub. Und ja, heute Abend ist auch wieder so ein Abend, wo ich gerne vielleicht auch in Mannheim wäre. Weil auch heute und am Freitag so ein paar Sachen in der Heimat abgehen. Aber gut. Ich habe es im Zug geschafft. Ich hatte morgen ein bisschen Stress, dass ich... Also ich habe eigentlich genug Zeit eingeplant, aber bin doch erst um 7:45 Uhr los. Ein bisschen geschwitzt habe ich beim Herkommen, weil ich halt nicht wusste, wie viel Zeit man jetzt hier am Bahnhof braucht. Weil es ist halt hier in Spanien auch mit Sicherheitskontrolle, wo die Tasche halt auch kontrolliert wird und so oder durch so ein Band durchläuft. Oh, jetzt ist es Urlaub. Ich habe gar nicht mal so viel geschlafen. 5 Stunden vielleicht. Aber ja, jetzt geht's los in den Valencia. Ähnlich wie man beim Flughafen erstmal sehen muss, ob das Gate existiert, musste ich gerade auch erstmal kurz im Hostel sein oder hingehen. Konnte zwar noch nicht einchecken, weil es erst um 15 Uhr ist und wir haben jetzt gerade so kurz vor 12, aber ich konnte mir dann schon mal meine Sachen nach ablegen. Ach ja, Dings, ich bin jetzt in Valencia. Woo! So. Ich bin heute Morgen hier angekommen, hier so hochgelaufen. Wir sind, glaube ich, gerade circa hier. Und seht ihr diese grüne Linie hier? Nämlich genau das ist jetzt meine Mission, hier einmal entlang zu laufen und irgendwo hier unten rauszukommen. Das wäre super. Maybe, wenn ich es schaffe, noch an den Strand da. Sonst mache ich das einfach morgen Vormittag. Lol, hier sind Palmen und da sind Löcher und da kommen die Palmen wieder raus. Voll cool. Ich laufe gerade auf was zu, was ich auf jeden Fall schon seit ein bisschen längerem sehen wollte. Und das ist diese Area hier. Hab tatsächlich gar nicht mal so ultra die Ahnung, was es ist. Oft mache ich auch gerne einfach Dinge und gucke mir dann so vor Ort oder on the go an, was es eigentlich genau ist. So, manchmal will ich auch gar nicht mal so genau Bilder vorher sehen. Keine Ahnung, sei es jetzt eine Stadt wie New York, da hat man schon so, so viele Bilder im Internet gesehen, dass man, wenn man da ist, glaube ich, das Gefühl hatte, schon mal da gewesen zu sein, weil man eben so viele Bilder schon gesehen hat. Jetzt hiermit, da habe ich auch schon vorher ein paar Bilder gesehen, aber ich glaube jetzt auch nicht so exzessiv und ich wollte mir dann auch zuletzt gar nicht mehr genau angucken, weil ich es einfach in Real Life eben sehen wollte. Aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Und I guess wir sind hier und gucken uns das Ganze jetzt hier an. Also halt ich, mir. Erste Person Singular. Was jetzt? Barcelona oder Valencia? Ja, okay, das war absolut nicht lustig. Es ist auf jeden Fall echt
cool und schön hier. Riesenareal eigentlich mit diesen verschiedensten Bauten. Ich kann es schon irgendwie gar nicht zählen. Das sind 4 mindestens. Okay, ich kann es doch zählen. Aber 4 auf jeden Fall und keine Ahnung, was noch alles hier so dazu gehört. Aber es ist cool hier und auch überall hier dieses Wasser und die Sonne, die da so auf 15 Uhr scheint. Das ist schön, das ist wirklich schön. Ich bin ja immer ehrlich mit euch und ich hatte die letzte Zeit ja voll die Energie und war richtig happy und so auch so bedingungslos glücklich, was ich auch so ein bisschen mal gesagt habe, glaube ich. Hatte voll die Energie, war alles voll cool und jetzt so gestern bin ich aufgewacht und war einfach voll traurig. Heute schon auch ein bisschen. Ich habe ultra Bock auf den Wochenendtrip hier gerade, was ich mache. Richtig cool, ist richtig schön hier. Und ja, aber irgendwie hatte ich gerade so den Take, dass es auch okay ist, wenn das Ganze hier auch irgendwann mal vorbei ist. Also jetzt nämlich der 2. Februar und somit bin ich jetzt genau seit 4 Monaten in Spanien. Und es ist auch so ein bisschen bald Halbzeit, wenn man so will, dass es wirklich 9 Monate sind. In genau 3 Wochen bin ich in Deutschland und fühlt sich auch so ein bisschen an wie so Halbzeit heimkommen. Und ich glaube, ich mache schon auch was aus der Zeit hier. Ich glaube, das ist schon ganz cool, was ich hier mache. Das ist schon gut. Und wie gesagt, ich hatte gerade auch wieder gerade so den Take, ey, vielleicht ist es auch wirklich okay, wenn das Ganze hier irgendwann mal vorbei ist. Die Uhrzeit stimmt ja sogar. Also ich meine, natürlich stimmt es, es ist eine fucking Sonnenuhr, aber trotzdem cool. Und hier stehen lauter solche Dinge. Nur bei dem einen steht sowas wie Donde esta el sol und ich denke mir so, da. Am Ende des Tages, quite literally, zieht es mich halt doch ans Meer. Hallo und liebe Grüße von mir, meiner kleinen Palme und hier meiner größeren Palme. Ich habe heute zwar schon ein bisschen was gefilmt, aber mich noch so wirklich gar nicht gemeldet. Das liegt daran, dass ich heute einfach schon wieder voll traurig war und so alle 10 Meter gefühlt angefangen habe zu weinen. Und jetzt, wo ich drüber rede, könnte ich eigentlich auch gerade wieder weinen. Einfach, weil ich so die letzte Zeit sehr, sehr stark gewesen bin und sehr, sehr happy und positiv bin und war. Und jetzt so, wie gesagt, seit gestern, vorgestern, haut es halt wieder richtig rein. Und alleine reisen hat es schon in sich. Also man wird sehr, sehr nachdenklich, vor allem wenn man so nur so mit sich selbst beschäftigt ist, so durch die Stadt läuft und eigentlich auch gar nicht so wirklich viele Dinge eben vorhat und macht. Ja, jetzt saß ich beim Essen heute Mittag und habe einfach geweint. Ich check's nicht. Dabei bin ich in einer schönen Stadt, Sonne scheint, hier sind überall Palmen. Aber gut, hat ja auch nicht immer damit was zu tun. Jetzt habe ich mich einfach mal hier hingesetzt, so ein bisschen ins Grüne und einen Podcast angemacht. Also Gemischtes Hack gehört, dass ich mal so zwischendurch mal wieder was höre, was mir so bekannt vorkommt und mir einfach so ein bisschen Ablenkung auch bietet. Saß halt hier da, so ein bisschen Augen zugemacht und so. Und irgendwie tat es für ein paar Minuten mal wirklich gut und hat gerade wirklich so das Gefühl, dass ich eine kleine Pause oder ein kleines Escape von dem Ganzen hatte. Und jetzt werde ich mich demnächst auch wieder auf den Weg machen, zum Hostel meinen Rucksack holen und zum Zug gehen. Und dann geht's jetzt heute weiter nach Alicante. Es ist schön. Valencia ist echt eine schöne Stadt. Oder auch eine schöne Stadt und hat auch coole Ecken, coole was weiß ich was. Ich catch zwar nicht ganz so den Vibe wie jetzt in Barcelona, aber ist okay. Ist auf jeden Fall okay hier. Und nach knapp 3 Stunden im Zug bin ich in Alicante. Guten Morgen oder auch schon guten Mittag, wir haben mal bei 12:30. Mir geht's heute schon wesentlich besser oder ein bisschen besser. Es tut
einfach mal gut alles so rauszulassen. Und ich habe heute auch ziemlich lang geschlafen, bin zwar um 7 das erste Mal wach geworden, aber dann relativ bald wieder eingeschlafen und bis 10. Aber jetzt halt auch mal raus, bis hier in die Stadt oder das Ganze, wo ich hier bin, bei Tageslicht mal anzugucken oder halt bei ja, Sonnenschein. Bin jetzt spaziere ich hier auf diesem einen Berg, wo irgendwie auch so eine Art Burg hier gibt. Hier gibt es nämlich noch so einen zweiten Berg mit auch einer Burg. Aber ich weiß nicht, ob ich es da jetzt noch hinschaffe. Denn ich muss um 3 wieder im Hostel sein, um meinen Rucksack zu holen. Und dann 2 Stunden später schon am Bahnhof, um wieder zurückzufahren. Ja, aber dann werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal hier noch ein bisschen sein, mir das Ganze angucken. Da hinten gleich mal was trinken, weil ich habe seit 12 Stunden kein Wasser mehr getrunken oder so. Dann zurück, Tasche holen, an den Strand laufen, weil warum nicht? Habe ich gestern bei Nacht gesehen und heute dann bei Tag. Dort nochmal anständig was essen und dann geht's wieder zurück nach Barcelona, nach Hause. Ein paar zusammenfassende, abschließende Worte. Ich habe sehr, sehr schöne Dinge gesehen, aber ich war die meiste Zeit traurig. Und ich bin jetzt einfach nur müde und fertig mit allem. Ich laufe jetzt zum Zug und damit ist dann einfach das Video für heute beendet. Ich kann nicht mehr, ich bin müde. Tschüss.